Leute, ganz wichtige Info, bevor dieses Video anfängt. Diese drei Juryhefte könnt ihr nach diesem Video ersteigern auf eBay. Neben den Notizen, die die Jury sich gemacht hat während der Auftritte der Künstler, befinden sich in diesen Heften auch noch geheime Botschaften zu Icon 6 sowie Leaks, Teaser über Künstler, die kommen werden oder könnten, Turnierverlauf und auch Location. Also diejenigen, die neugierig sind, ihr braucht diese Hefte. Derjenige, der sich diese Hefte hier ersteigert, kann dann hingehen und die ganzen Sachen von uns aus sogar leaken und öffentlich machen. Das Ganze hier als Auktion bzw. Aktion machen wir zum ersten Mal und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wer bieten wird, ob es Gebote geben wird und wie hoch die Gebote sein werden. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, deswegen schnappt euch die Hefte. Wie ihr die Hefte bekommen werdet, erfahrt ihr am Ende des Videos. Und jetzt viel Spaß. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Und heute geht es um die heiß ersehnten Juryhefte. Endlich! Und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Hallo. Also ich weiß nicht, ob euch gleich das Lächeln vergehen wird, aber ich habe die Juryhefte hier in meiner Hand. Ich weiß noch nichts, was drin spielt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr euch da ausgedacht habt. Ich sage euch aber ernst, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Moment hier. Ich glaube, so ein oder zwei fragwürdige Sachen habe ich schon mitgekriegt. Und deswegen denke ich, wäre es ein ganz lustiges Video. Ja, ja, ist weggerissen. Bist du sicher? Ich habe mit schwarzen Säcken. Ey, ich hoffe, ihr habt es weggerissen. Bruder, das Ding ist, guck mal, wenn du das jetzt so liest und so. Ja. Das hat immer seine Gründe. Aha. Okay? Ja. So und. Aha. Alles für die Show, Bro, du weißt. Ja, alles. Es war nicht einfach. Lass auch nicht vergessen, das war richtig heiß da. Und am Ende des Videos treffen wir dann die Entscheidung, ob ihr dann weiterhin in der Jury von Icon 6 bleibt oder nicht. Wir machen hier einen Cut. Also pass auf, Jungs. Drei Juryhefte habe ich hier. Mit wessens Juryheft sollten wir gerne anfangen? Also wer möchte zuerst? Welches Heft willst du als erstes sehen? Ich sag mal so, Emre hat von allen wahrscheinlich die beste Schrift. Ja, fang lieber mit dem Schwierigsten an. Ich wollte schon sagen, Bruder. Fang lieber mit dem Schwierigsten. Nein, fang nicht mit mir an. Fang lieber mit dem Schwierigsten. Fang mit Sandro an. Wirf den als erstes raus. Warum, Alter? Ich, ja, ich komm mit dir. Ich komm nach schlimm. Das war eh seine Idee. Was habe ich damit zu tun? Guck mal, ich sag so. Ich glaube, wir arbeiten uns einfach in der Schwierigkeitsgrad der Schrift vor. Ja, okay. Da Emre die beste Schrift hat und BZ die schlimmste Schrift von allen. Willst du sagen, ich habe gesagt. Zu meiner Verteidigung, ich muss schnell schreiben. Ja, ich auch. Ich muss mal 40 Grad schreiben. Aber ich schreib du darfst viel. Aber nicht vergessen, ne? Während wir einen Satz geschrieben haben, hat der zwei Blätter gemacht, ne? Ja, stimmt. So, der hat die an der Planung von Icon 6 schon dran gesessen, während dem Auftritt. Ja, ich habe schon so einiges mitbekommen, deswegen. Aber wir fangen erstmal mit dir an, Emre. Also es geht los mit der ersten Challenge, Bayor versus Team Shabab. Wir hatten ja ganz am Anfang von der Villa die Künstler in die Teams eingeteilt. Ne? Wir fangen an mit Kennern gegen Hasuna. Ach, das war das Battle. Ja, Freestyle. Freestyle-Battle, also, ja. Bei Kennern, Mimik Super. Das ist auch ein guter Punkt. So. Hasuna, Nase zu. Ja... Ja, kann man machen. Oder? Vielleicht war er erkältet, ne? Gut. Also schön zu sehen, worüber du dir Gedanken machst. Lass mal weitermachen zum nächsten hier. Boah, das ist schwer, Alter. Jungs, was habt ihr hier gemacht? Also guck mal, damit du weißt, ja. Ich habe vielleicht letzte Seite, erste Tag. Ja, weißt du, einfach kunterbunt. Ich merke schon, dass. So, du musst einfach durchheften. Irgendwann findest du. Jungs, habt ihr hier. Habt ihr Tic-Tac-Toe gespielt? Also, das war Sandros das Idee. War, also guck mal, deine Idee. Bruder, wie kann das sein? Also guck mal, das war außerhalb der Show, das war Freizeit. Ja. Jungs, ihr könnt doch nicht einfach Tic-Tac-Toe spielen, während die Künstler auftreten. Das war in den Pausen. Ich hab gewonnen wenigstens. Ich sehe, hier hast du ein wundervolles Porträt gemalt von was? Nur mal, damit die Leute zu Hause das auch sehen, was hier vor sich ist. Das Bild ist Blick, wenn er ausrastet. Mach mal einmal. So? Mach mal einmal. So? Ich will 2-1, Bruder. Barré, Bruder, Barré. Ey, das hab ich so oft gehört. So was schreibst du dir auch? Digga, das hab ich zu oft gehört. Digga, ich hab das mehr gehört als die Auftritte. Was soll ich machen? Anik, 100 Schaden. Bruder, ich hab Fortnite vermisst, Bruder. Was hat der da gemacht? Was ist das? Was ist das für cool? Was habt ihr da gemacht? Das ist Schnee. Ach so. Und die hatten halt ein... Fortnite-Battle, 100 Schaden. Ich hab schon gesagt, hat der Schnee gesehen. Stark, wir tasten uns einfach mal langsam hier weiter vor. 1 Gramm, Skandal, ohne Maske wäre besser, brauner Fleck an Hose. Oh.
Also, wo hast du hingeguckt? Wo war der Fleck? Das hat man auf dem Video gesehen. Aber warum? Weiß ich nicht. Bayor Stimme Flow Lines, Infinite starker Flow, alle top. Alles passt gut. Wieso sieht Skandal so braun aus, obwohl er Maske hat? Ich schwöre, Bruder, wie geht das? Der war brauner als alle anderen. Aber worüber macht er sich Gedanken? Weil das, guck mal, du musst dir vorstellen, außerhalb, der zieht Kamera aus, Maske aus, außerhalb der Kamera. Auf einmal, der ist brauner als wir. Wie geht das? Der denkt an Dinge, ne? Azu, Song vorgegeben, Hook Monster. Vito, Gesangspart schwächer, dafür Rappart überzeugender. Ah, Kriminale. Leider mein Team verloren. Hm? Ja, ich bin ja mit denen rausgegangen. Ah, also bewertest du, also hast du bewertet, mit wem du unterwegs warst? Nee, das Team. Ja, nein, so. Also, willst du sagen, du bewertest nach Sympathie? Nein. Okay, stark. Ich sollte ja mit denen rausgehen. Und das war ja offiziell mein Team, was ich so beobachtet habe. Aha. Und mein Team hat verloren und sein Team hat gewonnen, so. Die Attitüde war von beiden krass, ihr seid beide Characters. Das hast du sehr oft gesagt. Der Vibe hat mich richtig gecatcht, steht hier. Ich glaube, das wird auf jeder Seite stehen. Der Vibe war auf jeden Fall da, Bruder, würde ich sagen. Er hat den Vibe gecatcht. Kali, stoned, in Klammern zu viel Kali. Wieso ist Snoop Dogg bei Icon? Ey, Bruder, ich schwöre. Bruder, ich stehe 7 auf, guck mich mal an, der sieht aus wie Snoop Dogg. Was soll ich machen, Bruder? Bruder, was ist das immer für eine Zeichnung? Diese Zeichnung habe ich schon zum 5. Mal gesehen. Das ist der macht einfach SpongeBob. Mandalas, ja? Wer ist das? SpongeBob. Was ist das für ein SpongeBob, Bruder? Der SpongeBob aus der Hölle. Also ich sag dir ehrlich, Emre und ich hatten an einem Tag gemacht, wer kann SpongeBob besser zeichnen? Also ich habe auch SpongeBob gemacht. Ich war nicht dabei. Oh mein Gott. Aber ich war besser, oder? Ich finde meins besser. Wie? Wieso sind die dahin und wie fragt die das ein Gramm was? Was? Ich weiß nicht. Was? Die ist noch bei uns, ich habe auch vor Kamera. Was steht da? Wieso sind die dahin und wie fragt die das? Was? Ey, Digga, also das. Nein, Bruder. Das ist von mir. Hör mal auf jetzt, mach mal ernst. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Regenwolken über Seko. Also. Emre schreibt gar nichts mehr, der macht nur noch Bilder. Nein, das ist, ich habe die Stimmung beschrieben, als er sich erschrocken hat. Was ist wegen das Regenwolken über düster. Seko? Der hat Wolken über Seko gemacht. Düster, und geschrien, Sonne. Schreien, Wein, warum? Regen, Traurigkeit. Also Emre zeigt seine Gefühle mit Zeichnungen. Rasha, super Stimmeneinsatz. Seko, super Performance. Skandal, Outfit gut. Er hat diesen blauen Ding gesagt. Also, hey, ich fand das voll krass, Digga. Hasuna, Lyrik schwach. Sehr hart, harte Worte. Aber ich glaube, du hast nie was Negatives über die Künstler gesagt. Du warst der Einzige, der die ganze Zeit positiv war. Durchweg. Komplett Icon. Also hast du wahrscheinlich dann, wenn du irgendwas Negatives gesagt hast, zu BZ gesagt, Bruder, sag du mal. Wir haben uns das immer aufgeteilt. Er hat den einen Part übernommen und ich den anderen. Also du immer die guten ich Sachen. Ich hab die so, aufgemuntert und er hat die wieder so. Runter. Ja. Good Cop, Bad Cop. Okay, ich sehe so. 8 Bars, Skepscher will Hasuna dissen. Skepscher will Hasuna dissen? War das real? Das solltest du eigentlich nicht vorlesen, Bruder. Oh. Da stand sowas mal im Raum, ja. Okay, und was passiert? Nix. Essensliste. 2x Eier, 6-Pack, 3x Cola, 1,5 Liter, 20x Tiefkühlpizza, Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Salat, Mais, Ingwer, Wasser und ganz viel Kekse. Ich glaube, du hast unten was vergessen. Schokolade, Weingummis, Tee, Mehl, Kaffee, Energy, wichtig auf Collins Nacken. Ja! Ich hatte keine Blätter manchmal. Also okay. Das war nicht nur während den Auftritten, ich hatte auch außerhalb, weißt du? Ich hatte keine Blätter, Bruder. Und dann hast du dich dafür entschieden, die Essensliste neben der Bewertung vom Battle Hasuna gegen Kenan, das wichtigste Battle, tust du dir einfach aufschreiben, was du für eine Pizza isst an dem Abend. Ist doch motivierend, nach dem Auftritt weißt du, was du essen kannst, aber... Nächste Seite, nach der Einkaufsliste, mein Tagebuch, Doppelpunkt. Heute war es extrem belastend. Statt Wecker wurde ich von einem Yo! Wach gemacht. Colin ist täglich aus einer Yacht, nah an einer Küste, ja. Und wir sind alleine. Was steht da, Bruder? Oh, da ist noch ein Pizzafleck. Und, warte. Und wir sind alleine, umzingelt von verrückten Menschen.
Ja, während du auf deiner Yacht warst, da an so einer Küste, an der spanischen Küste mit deinen, was war das? Wildberry Lillet. Ja, ach, man ruft den an Meeresgeräusche. Und warum steht das in deinem Juryheft? In mein Tagebuch? Das war am Abend. Bevor der schlafen gegangen ist. Was denn? Also dein Juryheft und Tagebuch ist... Man muss ja wahrscheinlich Emotionen verarbeiten. Aber was sagst du eigentlich dazu, dass du da auf der Yacht an der Küste warst? Bruder, ich weiß nichts davon. Und du uns alleine gelassen hast. Das ist, da weiß ich ja, echt, und genau, was da wird. Ja, ich war nicht, Bruder, ich war die ganze Zeit... Ich war die ganze Zeit hart am Arbeiten, auch im Hintergrund, auch wenn ihr es nicht gesehen habt. Der kam auch jeden Morgen mit einem ganz anderen Getränk. Ne? Ja, mit Kaffee, ja. Ding, Champagner. Und der hatte immer so ein frisches Glas mit Eiswürfeln. Ja. Ich habe nicht einen Eiswürfel gesehen in 2 Wochen. Ja. Ey, ihr hattet die ganze Villa, das waren doch eure Eiswürfel. Und dann danach, sobald ich einen Eiswürfel getrunken habe, sind die Künstler direkt angekommen, haben gesagt, ess die nicht, weil die verbessert sind. Was für Eiswürfel? Der ging nicht mal zu der Knopf von dieser Kühlschrank. Ja. Wir hatten einen Kühlschrank? Shabab, Bare, Biggie, Bayos, Skandal und Azu. Shabab, der Beste der heutigen Challenge. Einer muss raus, wichtig, Spannung. Hook zwischen Bare und Biggie ist verrückt. Ohrwurm garantiert, Bayor starker Einstieg, Azu gut, aber geht besser, Skandal, ja nix. Also nix zu Skandal geschrieben. Aber ich glaube, weißt du warum, weil wir gesagt haben, jeder sagt zu allen etwas. Ach so, ja, genau. Ja, das kann sein. Wenn Carly und Snoop Dogg sich treffen würden, die sich denken, Bro, wieso sieht er so aus wie ich? Wenn Shabab 90 Stimmen hat, wieso featuret er sich nicht selbst? Ja. Alter, wenn. Ey, Digga, das wäre doch voll krass, stell mal vor, Bruder. Als ob ihr euch das noch nie gefragt habt, wenn Carly auf Snoop Dogg trinkt oder warum Shabab sich nicht selber featuret mit seiner Stimme. Aber doch nicht während den Auftritten, Cousin. Das war nicht während Auftritt. Wenn McDoom seinen Grinder sucht, wieso kauft er keinen neuen einfach? Oh mein Gott, das hier ist krass eigentlich. Hasuna Ausgrenzung. Beinahe Schlägerei zwischen Hasuna und Azu. Krasser Moment. Harter Moment. Episch, ja. Hasuna das will safe die Szene nicht ausstrahlen lassen und muss geklärt werden. Geklärt? Boah, das hättest du nicht vorlesen dürfen, Bruder. Das ist die eine Szene, die nicht rauskam. Egal, hast du vorgelesen. Das ist dein Ding jetzt. Geht auf Colin. Aber warum steht das in deinem Tagebuch? Jetzt habe ich mich selber gefühlt. Nein, das war ja alles auf einmal. Das war ja so, ich habe das ja beobachtet und dann habe ich geguckt, wie entwickelt sich das Ganze jetzt. Hast du nur 2 Patzer, eine Last Chance, ein Highlight. Ach so, ein Patzer, ein Last Chance und einem Highlight. Ach so, der hatte ja die Patzer in dem Dings. Und ich glaube, boah, das ist eigentlich voll gut, dass das da nochmal drinsteht. Ich glaube, viele Leute haben das irgendwie voll übersehen, ne? Ja. Gekonnt übersehen, dass der da einen Patzer hatte. Okay. Sehr nervös, wichtig, Hasuna nicht alleine in Villa. Ach so, dass er nicht alleine da oben soll, weil ich hatte Angst, dass irgendwas eskaliert oder so, weißt du, nach dem Auftritt. Hätte ich keinen Bock drauf. Weil er so alleine stand wahrscheinlich. Ja. Boah, das war echt ein krasser Moment, als der, ich meine, der wurde ja richtig, du hast ihn nur komplett alleine gesehen, ne, und die anderen Künstler. Und dann vor allem, als er rausgeflogen wurde, das war schon... Krass, also man hat das richtig in der Villa gemerkt. So, es hat sich wirklich keiner mehr wohlgefühlt in diesem einen Moment. Das war wahrscheinlich einer der schönsten Momente. Das hat auch mir am meisten, also vor uns ja auch voll richtig kalt, Alter. Wir hatten 40 Grad, die Atmosphäre wurde kalt. Ja, ist ehrlich so. Voll lustig. Wisst ihr eigentlich, Hasuna war noch 3 Tage in einer anderen Villa, weil normalerweise, wenn wir den Künstlern ja die Flüge buchen, ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig mitgekriegt habt, wenn wir den Künstlern die Flüge buchen nach Hause, das dauert ja, das geht nicht immer direkt. Und Hasuna wollte nicht mehr in der Villa bleiben mit den anderen Künstlern oder wir haben uns gedacht, es wäre besser, wenn wir Hasuna in eine separate Villa tun. Deswegen war Hasuna in der Crew-Villa für 3 Tage lang. Infinite Fender-Trikot? Ja, Digga, warum trinkt der Fender, Digga? Digga, da hat der auch Minus. Ist mir direkt aufgefallen, safe. So. BZ schwitzt wie Haiwan, Xandro verliert Blätter und Colin hat den Vibe gecatcht. Hoffentlich hab ich die Blätter, diese Scheißblätter verloren, Alter. Skandal hat Rolex an. McDoom. Digga, ja, der sagt immer, der hat kein Geld, der hatte eine dicke Rolli an. McDoom, Tag 3, sucht immer noch Grinder. Wo ist mein Grinder? McDoom. Kennern hat meine Klamotten an. Ja, bei Maria. Echt? Der hat einfach mein blaues Outfit an. Wo hat der das herbekommen? Digga, mein Koffer stand oben auf und die waren ja da wegen Interview. Auf einmal hatte der das an. Hat er einfach genommen? Hat sich einfach bedient. Ja, aber da hat der wieder gefallen zurückgelegt. Wenigstens das. War nett. Shabab mehr Brusthaare als ich Bart.
Ja, Digga, der Temp dann, Bruder, was war das auch nie, Bruder? Ja, was denn, Digga? Da, aber das sind so Notizen, so, die einfach außerhalb des Auftritts sind, während man redet und so, weißt du, ist nicht... Klar. Du hast auch, weil du hattest auch immer dein Notizheft in deiner Hosentasche, ne? Ja. Dann konntest du dir immer so Notizen machen. Nein, das war vor dem Auftritt. Ja. Ich hab, Pete, denk an Recoupment. Ja, was denn? Das ist das, was ich am meisten gehört habe. Bajor kocht gut und Akawi hat gefurzt bei Ansprache. Jesus, das stimmt, Jesus. Aber das habe ich auch gehört. Der Furz kam bis zu uns. Hä, wo hab ich das gehabt? Bro, das war hart. Und es war also, heiß. Es war windig, Bruder. Jesus Christus. Kein Spaß gewesen. Colin hat Millionen auf Konto, das nicht rein ins Video. Ich habe das gesehen mit meinen eigenen Augen, als er mich zum Flughafen gefahren hat. Was? Ich habe keine Millionen auf Konto. Nur für die Leute da draußen, Bruder, ich bin pleite. Ja, ja, klar, das sagt er jedes Mal. Hasuna tanzt gut. Guckt aber wie 1 versus 1? Ja, bei Toto, Digga. Er tanzt gut, aber er hat nur gut, als wenn er sich boxen will, Bruder. Das ist auch der Fall, ja. Nein, auch sein Blick so, Bruder. Der war voll aggressiv, Bruder. Deswegen der Blick. Aber ey, liest doch mal auch ein paar Bewertungen. Du liest immer nur Sachen, die ich außerhalb des Auftritts... ja, ich sehe... Du hast schon dein Tagebuch gemacht. Er macht das extra, Digga. Skandal, man sieht, du bist am Ende. Zu viele Wiederholungen, aber Shabab stark. Hä, was war das? Shabab stark, trotz Shabab. Hä? Shabab stark, trotz Shabab. Ich habe meistens mit Stichpunkte nur gemacht und dann den Satz vergessen zu Ende zu schreiben, weil dann irgendwas passiert ist. Bro, ich frage mich ernsthaft, wie wir es geschafft haben, mit solchen Notizen zu einer Top 5 zu kommen. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt. Wir haben wenigstens... Die Richtigen sind weitergekommen. Es ist ja gut. Also das waren so die Highlights von Emre's Juryheft. Ja, Digga, du hast nur Sachen vorgelesen außerhalb des Auftrittes. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du ein Juror bei Icon 5 warst. Digga, stark, Bro. Weißt du, sehr zu schätzen. Vielleicht findest du ein paar Sachen, Sätze da drin, die sinnvoll sind, oder? Ja, du hast häufig nicht vorgelesen. Bei mir ist hoffentlich irgendwas verloren gegangen. Aber das ist wichtig vielleicht. Was ist denn da noch? Biggie? Was? Ja. War das dein Favorit? Der war gut. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Heft. Wir fangen an mit Xandro. Alter, jetzt bin ich gespannt. Ich erinnere mich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich sage jetzt schon voraus, ne? Sorry für alles, aber ihr wart schuld. Hm? Du auch. Warum ich? Ja, da hoffentlich ist dieses Blatt nicht drin. AC Milan Top 1. Direkt die erste Seite. Bajor vs. Azu, AC Milan Top 1. Also auch Xandu bewertet anscheinend nach Trikots, das ist gut, gut zu wissen. Leute, wir haben die beste Jury bei Icon 5 gehabt. Die allerbeste Jury. Vielen Dank, Mann. Das macht mein Herz echt viel wärmer. So. Colin trinkt Whiteberry Lele und wir verhungern. Hey, yeah, we talk. Das schneid sie bitte raus, Ivo. Wir machen weiter mit dem nächsten. KI hätte besser gerappt. Boah, Alter, wo hab ich das denn? Boah, das ist hart. Boah. Das ist hart. Können wir das überschreiben? Weißt du, was das Krasse ist? Ich lese die ganze Zeit so richtig harte Sprüche, aber ihr habt euch nie getraut, den Künstlern das ins Gesicht zu sagen. Kann das sein? Warte, hab bei Icon 6. 6, ja, so. Herzlich willkommen bei Tag 5, Challenge 4. Ihr seid die Top 12 von der Icon 5. Erstmal ein Applaus für euch. Das hast du ja alles aufgeschrieben, Bruder. Ja, du bist ja voll der Lug. Du hast ja jeden Satz aufgeschrieben. Ich wollte was Besonderes sagen eigentlich, aber es ist mir nicht eingefallen bei 40 Grad. Ihr solltet wissen, es wird immer ernster, schwieriger und ihr werdet weiter an eure Grenzen ja. kommen. Digga, jeden einzelnen. Weißt du warum? Ich habe mir gedacht, wir brauchen was Episches. Ich hatte das im Kopf, bevor ich das vergesse, ich muss mir das notieren. Digga. Aber egal, die Qualität, ne? Damit du nicht stotterst, ich verstehe. Also bisher... Bessere Notizen als auf meiner linken Seite. Ja, warte, die nächste Seite ist... Bei mir hat der auch nur meine Sachen außerhalb Auftritt vorgelesen. Ja, komm. Und bei der nächsten Seite steht halt, BZ schwitzt im Sitzen und braucht ein Handtuch. Ich sag doch, wie ein... Das hat er geschrieben. Was soll das? Er hat das geschrieben. Kali, schlechte Pausensetzung und Atemprobleme. Was? Das war legitim. Luftprobleme haben wir oft angesprochen. Legitim, ja. Jedoch... fand ich die Leistung von heute am besten.
Du hast den Vibe gecatcht. Hab ich einmal. Ey, das ist mein Heft. Digga, du liest mein Heft die ganze Zeit. Was hattet ihr bei Icon 5 mit dem Vibe? Ja, der Vibe war halt da. Ja, ne? Bro, wir können auch direkt weitermachen zu BZ-Heft eigentlich. Kali, der hat zwei Sachen vorgelesen. Ich glaube, wir haben hier noch, Kali raucht sich die ganze Lunge weg. Und Skandal hat eine Katze gefunden. Ja, hat er nicht? Das waren diese Geräusche. Bro, warum ist dein Heft voll mit... Was ist das denn? Warum? Dein Heft ist ja kein Heft mehr, das ist einfach nur... Ey, wieso hast du die mal abgerissen? Wieso? Digga, was ist mit deinem Heft? Das fällt auseinander. Wieso lässt du das nicht hängen? Dein ganzes Heft ist auseinander. Also, siehst du, das sind die Blätter von... Die hat dir mir runtergejubelt. Ja, klar. Abgerissen, bei mir reingemacht. Ja, Digga, was abgerissen. Junge, so eine Schrift. Siehst du? Oder was laberst du? Ach, das sind die, die der rausreißen wollte. Also das sind die guten. Skandal für mehrere Stunden verschwunden. Zwei nackte Frauen sind mit ihm aufgetaucht. Ja, wart ihr nicht dabei? Ihr wart doch dabei. Tu jetzt nicht einen auf den. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Oh, das hier ist gut. Wir kommen zum Finale. Bajor, du hast jetzt eine schwierige Entscheidung vor dir. Einen von euch zu eliminieren. Oder du tretest dein Kopfgeld ab. Du trittst dein Kopfgeld ab. Stark. Er liest extra nur die negative. Ey, ohne Schmerz, er liest extra nur die negative Sache vor, ne? Biggie nervt schon ein bisschen. Was? Ja, schreibt einfach auf, dass Biggie nervt. Ja, okay. Ja, also, ich weiß nicht. Irgendwie. Ja, aber kann man machen. Und BZ hat Tic-Tac-Toe verloren. Digga. Das habt ihr beide. Auch gegen Sandro. Und da muss ich sagen, da hat er auch noch geschummelt, ne? Es gibt bei TikTok so ein Meme, das rumläuft, das die ganze Zeit gefragt hat, was schreibt ihr in die Juryhefte? Und da war irgendwas mit Tic-Tac-Toe wurde gefragt. Und die Leute hatten einfach recht. Also ihr habt legit während den Auftritten Tic-Tac-Toe gespielt. Ja, wir hatten ja auch also es gab einen Moment, technische Probleme. Wir wollten Stadt, Land, Fluss spielen, wir aber... Wir wollten die Zeit überbrücken. Sagt Colin, er soll mir Margherita bestellen. Das hab ich... Dings, was? Ich? Nee. Ich mag Margherita. Und Künstlervilla ist einfach ein Aschenbecher geworden. Und somit kommen wir auch schon zum Ende des Jurybuchs von Xandro. Wie, Bruder? Sein halbes Heft ist zerfallen. Ja, wie... Also ich würde sagen, die restlichen Blätter, die hier alle rausgefallen sind, die kommen jetzt wieder schön zurück ins Heft. Wir machen weiter mit dem Heft, wo ich am meisten Angst habe, weil ich kann nichts lesen, Bruder. Bruder, das Heft ist auch bis hinten in voll geschrieben, bis letzte Seite. Das soll ich gerade sagen. Infinite, souverän und geisteskrank. Konter auf jede Line, zerfetzt Infinite Sieg. Freestyle-Battle. Ja. Stichpunkte. Versus Bio. Ey, Bruder, du bist bis jetzt der Erste, der was Vernünftiges in Jury geschrieben hat. Ja, siehst du, sag ich. Ey, wow. Gegnerbezug, Struktur, Gewinner Vito. Sowas will ich im Juryheft eigentlich sehen. Ja. Ey, bitte. Ja, das sind ja auch Sätze, die wir alle reingeschrieben haben. Warte mal, deins war doch, wo wir gesagt haben, das ist das Allgemeinheft dann. Stimmt. Warum spielen wir? Ja, und bei dir schreiben wir. Ja, das war doch von Anfang an genau. Stimmt, genau. Stimmt. Bajor, kreative Lines, Azu, krasse Lines, gute Konter, super Stimme. So soll ein Juryheft aussehen. Das ist wirklich, ja, aber danke auch an uns. Ja. Ich zeige euch das nächstes Jahr. Also, falls ihr noch dabei seid, ich weiß ja nicht. Ach, es gibt hier Künstler, die nicht auf eurem Level sind. Die Abschlussrede mit Hasuna und Azu. Ja. Stimmt. Ihr gehört zu den stärksten Künstlern. Und egal, wie es ausgeht, es ist eine Fehlentscheidung. Ja, stimmt. Dann hatte ich den Satz gesagt, glaube ich, ne? Weiß ich und nicht. Und Azu, du wirst die Villa... Punkt. Als ob der so viele Punkte gemacht hat. Nicht verlassen. Ja, aber eine Seite. Du hast eine Seite dafür geopfert. Ja. Hasuna, Azu, Schlägerei. Azu provoziert. Und Vito hat Schüttelfrost. Das sind die Informationen, die ich bekommen habe. Das ist das, was er gesagt hat nach dem Interview. Und das ist relevant. Ich dachte, vielleicht könnte das, bevor es verloren geht, so, ne? Ja, festhalten. Ihr habt gesehen, wie schnell es gehen kann. Ganz egal, wie groß euer Name ist. Wer ihr seid,
Hier bei Icon 5 seid ihr alle gleich. Ja. Das hast du gut gesagt. Ja. Bro, ich schwöre, BZ-Sein-Heft ist stabil. Ja, warte mal, was noch kommt. Ich sag euch so, wie es ist. Wie kann das denn sein, dass ich das dann gesagt habe? Das Problem, ja. Hast du das gesagt? Ja. Erstens, alles das war mein Satz. Das hab ich gesagt. Das hab ich gesagt. Guck mal, ne, bei mir das eben. Hab ich gesagt. Bruder, ich hab einfach eine Seite aufgeblättert. Das ist das, was ich gesehen habe. Das sind meine Worte. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Er musste schreiben, ich hab direkt vom Kopf aus gesagt. Es sind meine Worte. Warum hört ihr mir nicht die Props? Warum sagt keiner, was das aus meinen Worten war? Nächstes Jahr macht das ohne Schreiben. BZ schreibt über Barré. Starke Entwicklung. Er schreibt über Team Shabab. Sehr guter Stimmeinsatz. Bayor. Gute Beat-Auswahl. Das sind super Sachen. Das ist die genau hatte ich das. Auch bei mir stehen. Das ist wieder mal das. Was? Wieder mal was? Was? Weißt du, was das Ding wieder ist? Mal was? Weißt du, was der gemacht sag hat? Wieder mal was. Weißt du, was, weißt, was er gemacht hat? Der hat wahrscheinlich, nachdem wir immer fertig sind, hat er sich das Heft mitgenommen und dann nochmal extra notiert. Ey, ich weiß jetzt, du hast abgeschrieben. Auch, das auch. Abgefahren, was hat der abgeschrieben? Du hast einen Bandspot gemalt. Ja, lass mal gucken. Du hast auch einen gemalt. Ja, ja, hast gesehen, ich mal, du malst auch. Shabab raus? Oha. Ja, da war eine Situation. Shabab raus? Da gab es eine Situation. Du wolltest Shabab rausschmeißen? Ja, Minuspunkt! Also, erste Minuspunkt! Wolltest du ernsthaft Shabab rausschmeißen? Ach so, ich weiß, wo das war. Wolltest du... Ach so, ich weiß wirklich, wo das war. Das war Shabab raus und dann dieser Plot-Twist dahinter. Also das war eine Info, wie wir das einbauen beim Ausschreiben. Genau, genau. Genau. Ja. So wollten wir das machen. Shabab war ja erst raus eine Woche und dann war er drinnen. Das war ja eine Info für uns. Ja, ich sag ja, manchmal haben wir das auch für Infos nach. Ja, ja, ja. Damit wir wissen, wie wir zu reden haben, Bro. Genau. Hasuna tanzt wie Roboter von Futurama und Hasuna offenes Hemd ohne Bauchrasur. Ja, der war unrasiert. Kann man machen. Ja. Das also, habe ich halt beobachtet, Bro. Das ist. Und dann haben wir auch von dir hier eine wundervolle Zeichnung. Wo Unterschrift. Namen einmal ganz kurz hier ein bisschen Kunst von BZ. Ja, nach den ganzen Sätzen, die der von uns abgeschrieben hat, kann der ja auch zwischendurch mal... Bisschen Pause machen. Kann der ja zwischendurch auch mal seinen Namen schreiben. Das ist übrigens das erste Mal, dass das deine Handschrift gerade war. Ja, klar. Über Infinite schreibst du Tattoos Haram. Ja, also Tattoos sind Haram. Ja, er war oberkörperfrei, Ärzte. Über Yassin, Haare nicht gut, raus. Ja, der hat draußen, als er draußen war, bei dem Song mit Kali, waren seine Haare nicht. Ist zu laut. Das stimmt. Seko hat keine Haare. Das stimmt auch. Nein, stimmt doch gar nicht. Boah, das ist hart. Was bewertet ihr eigentlich? Das war doch keine Bewertung. Guck mal, es gab Bewertung und es gab Pausen. Manchmal hast du ja geredet. Bruder, und da haben wir uns einfach Notiz gemacht. Wir hatten Langeweile. Wir suchen doch auch ein Gesamtpaket, oder? Und da gehören doch auch Haare zu irgendwo, oder? Und da sind wir wieder bei Tic-Tac-Toe. Ich hab's dir gesagt, du hast dich einmal gewonnen gegen mich. Und du hast immer gesagt, du hast gewonnen. Jetzt hier, alle haben es gesehen. Du hast einmal gewonnen. Also ich habe hier einen Punkt für BZ, einen Punkt für Xandro und zwei Unentschieden. Ich habe nie dieses Spiel gespielt. Ja, ich habe einmal gewonnen. Ja, einmal. Aber du hast gegen mich verloren. Du hast gegen Xandro und gegen mich verloren. Ich habe nicht einmal mit euch gespielt. BZ gewinnt, schwarz auf weiß. Steht da. Heute Abend Pizza bestellen. Ist wichtig. Ist wichtig. Ich sag. Und Biggie hat letzte Nacht zu viel gegessen. Ja, Bro, wir haben einmal gegrillt und der hat den halben Grill weggegessen. Barré gefurzt während Auftritt. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott, dann hat er das auf jemand anderen geschoben wieder, ne? Während des Auftritts. Richtiger Barré-Moment. Colin nervt Xandro. Das hat er mir gesagt. Der meinte, Colin nervt mich übertrieben. Ich hab nie was gehört, nie was gesagt. Der war doch nie da. Ich hab geschwiegen wie ein Vogel. Der war doch immer noch auf seiner Yacht. Skandal, schöne Augen. Ja, das hättest du jetzt nicht vorlesen müssen, Bro. Bro, was? Ja, man sieht doch nur seine Augen, Alter. Kennern Stimme schlecht wegen Frühstück, Ei und Mayo? Oh mein Gott, wo der heiser war. Ja, das lag an Ei mit das Mayo. Das lag 100% daran. Der war nicht einfach so heiser. Was hat er gegessen? Ei mit Mayo. Spiegelei mit Mayo. Und Salz, Pfeffer. Was sind das für Vorlieben, Alter? Ist das da, wo der rausgeflogen war? Also wurde rausgeflogen? Ja, da war der ja richtig heiser. Ich glaube, das lag daran, hat auch der Arzt gesagt. Was? Wir hatten einen
Spanier, der war aus Marokko. Okay. Kenan hat Zähne nicht geputzt, merkt man? Also Bruder, du bist aber schon sehr stark auf Körpersachen eingegangen. Suchen wir ein Gesamtpaket oder nicht? Und sein Text ist von ChatGPT geschrieben. Ey, warum habt ihr das bei der Bewertung nie gesagt, solche Sprüche? Du auch gesagt hast, wir sollen ein bisschen chillen, Bro. Ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben dir gesagt, sollen wir so und so sein? Du hast gesagt, nein, wir müssen professionell bleiben. Wir können ja beim nächsten Icon alles ändern. Kennern Socken stinken übertrieben. Die haben so gestunken, ne? Das war hart. Bruder, aber warum schreibst du das? Ich auch? Weiß nicht, also, das war mir wichtig. Was hat das mit Gesamtpaket zu tun, Bruder? Naja, also, ja. Es beeinflusst einen ja schon, wenn du da sitzt und es müffelt. Irgendwie. Ah, deswegen war dein Blick. Teilweise. Ja, okay, dann verständlich. Und dann haben wir noch was über Kali. Tab, tab. Kali am Ende. Luftprobleme. Aber guter Beat. Ja. Und dann ist er rausgeflogen. Ja, ich jetzt. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Notiz. Ja. Skandal, Maske sitzt schräg, deshalb Textfehler. Oh mein Gott, da, ich weiß doch, da war der nervös, ne? Aber das wurde nicht hatte der schief. Und dann ist er so hängen geblieben und dann hat der. Genau. Ja. An seinen Zahn. Genau. Bei welchem Song ist das denn passiert? Bei dem einen. In Villa. Skandal, emotionaler Song, One Piece? Ja, One der Piece sonst emotional. Das hat mich berührt. Emotional? Also, er sagte, Tilo ist, gibt High-Five. Ach so, das hat mich schon berührt. Ja. Ich fand, der ist unter die Haut gegangen, der Skandal. Und Skandal, Schlappen stinken. Ja, wenn er aus der Favela kommt, Bruder. Bro, was? Du... Also Geruch wird jetzt auch in die Icon 6 Bewertung mit einfließen, wenn du wieder in der Jury sitzt. Du hast gesagt, achtet auf alles. Neue Kategorie. Aber wieso riechst du an Skandal und Kennern seine Füße? Nee, die haben bis zu mir gerochen. Nein, du hast dran gerochen, hör auf damit. Sag das nie wieder. Barré lacht komisch. Oh, und hier haben wir ein paar gute über Shabab. Ja, Gott sei Dank. Shabab hat Deutsch verlernt. Ich habe erst mal gesagt, gute Sachen über Shabab. Sein kaputtes Handy lenkt von Performance ab. Ey, Digga. Das war aber auch schon, also das kannst du doch nachvollziehen, oder? Weißt du, wie seine Rückseite aussah? Diese ganzen Splitter? Ja, das war... Das hat gefunkelt in meinen Augen, Bruder. Und hat mein letztes Red Bull geklaut. Der Fragezeichen was? Ist der raus. Ey, der ist sauer, wenn er keinen Red Bull morgens hat, ne? Ich brauche morgens Red Bull und der hat mein letztes Red Bull geklaut und das habe ich rausgefunden. Richtig. Über Ecken. Und auch gekühlt. Und das fließt mit in deine Entscheidung ein. Er hat die geklaut. Naja, das Ding ist, ich brauche das Red Bull, um meine Entscheidung vernünftig zu treffen. Und wenn er mir das klaut, dann... Er braucht ja seinen... Er hat mich halt emotional damit angegriffen. Oh mein Gott. Skandal sieht aus wie Bellingham. Was? Ich hab's immer wieder gesagt. Ich schwöre, sei... Das war sein Spruch. Dann habe ich gegoogelt, wer Bellingham ist. Oh, das war's. Tatsächlich, er sieht aus wie Bellingham. Wer ist Bellingham? Jude Bellingham? Ja. Boah, die sieht ja echt so aus. What the... Bruder, 1:1. Sag ich doch. Wo war's, Alter? Siehst du, gute Bewertung. Ja. Warum steht das in deinem Juryheft? Warum? Warum schreibt man das? Okay, guck mal, stell dir vor, irgendwann zieht er seine Maske aus, ne? Keine Ahnung, der sieht der einfach aus wie Jude Bellingham. Schirre, 1:1. Das Kompliment auch irgendwo. Ja. Also für den Fußballer. Ja. Yassin trägt den gleichen Pullover wie bei Icon 4. Auch wieder optischer Angriff. Kleider machen Leute. Genau, Image. Aha, okay. Und dann haben wir hier noch eine Zeichnung von SpongeBob und mir, meiner Wenigkeit. Der obere ist ja oberhässlich, ey. Bruder, du hast richtig übertrieben. Ich hab nicht so einen großen Kopf, Bruder. Was ist das? Ja? Richtig übertrieben. Kennern, Toilette verstopft, McDoom, Grinder geliehen, Rasha oder Kali. Also ich habe vermutet, dass es einer von den beiden war, weil die den sehr provoziert haben. Ja, die haben den immer nachgemacht. Also du vermutest, Rasha oder Kali haben den Grinder von McDoom. Sie könnten etwas damit zu tun haben, vermute ich. Boah, es macht Sinn. Das ist eine Theorie. Das könnte Sinn machen. Und Colin hat Schweinepizza bestellt. Digga! Der bestellt 21 Schweinepizzen, Bruder. Wir sind nur Kennex. Weißt du auch noch wann? Letzter Tag.
Und weißt du, was der dann noch auf 30 macht? Er nimmt die auch noch mit und isst sie einfach jeden Tag selber. Nein, er kommt diese Pizzastück extra vor deiner Nase. Ja, aber das auch noch. Barré klaut von Kennern? Erstmal zwei Fragen. Warum steht das da drin und Barré klaut von Kennern? Kaugummis. Mach den nächsten Kommentar nicht. Bayo ist Türke und muss Finale. Adamsbayer, Adi Wallah, Türkei. Selbstverständlich, oder? Ja, Bruder, wie? Da gebe ich euch nicht die Hand. Ja, es war auch kein Italiener jetzt. Ja. Deswegen habt ihr den einzig Deutschen rausgeschmissen, obwohl der gut performt hat, ne? Nee, er hat sich halt nur für Fenerbahce entschieden. Jesus Christus. Ich stand auf der falschen Seite. Bayo schuldet mir 3 Kippen. In Klammern Marlboro. Ja, die Bayo, die will ich übrigens immer noch wieder haben. Okay, also hast du auch deine Schulden sind da drin, alles gut. Und Xavier Naidoo ist ein Hund neben Xandro. Wow! Siehst du? Endlich mal was Sinnvolles. Ich geb dir die ganze Zeit Props und du machst mich fertig hier. Woher soll ich? Ich hab nichts gemacht, alles gut. Er weiß sie nie an. Oh mein Gott. Ist das die Liste von Runde 2? Sollte die nicht schon längst verschwunden sein? Oh mein Gott! Ja. Oh, das ist die. Oh, die. Oh, das sind mehrere. Ach so, wer weiterkommt und wer nicht. Bro. Ja. Bibi. Da sind sogar alle Listen noch drin. Und die Leute. Ich hab dir immer gesagt, das ist ein allgemein Heft. Wir haben alle da reingeschrieben. Weißt du, was das Ding ist? Die Leute dachten, es gibt nur eine Liste. Bro, ich wusste noch nicht mal, dass es diese Listen gibt. Sprechen wir gerade von einer bestimmten Liste? Die ist auch für Icon. Ich weiß nicht, was daran so... Also, es ging halt um, wer bringt Essen rein, also wer macht die Bestellungen. Genau. Das hier sind keine Listen für Bestellungen, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja, Location-Scouting und so. Ja, wer so, guckt nach, mit den Kameramännern so. Genau, auch. Genau. Das war, ich weiß. Ja. Also für Besprechungen, weißt du, damit die gut planen können. Genau, wegen Auftritt. Ja. Und auch Anzüge, wie man Wann habt ihr diese Liste geschrieben? Real Talk, ich wusste nicht, dass diese Liste existiert. Die haben nicht Wann geschrieben. Habt ihr geschrieben? Die hat jemand da reingelegt. So, eigentlich. Oder da müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Ist auf jeden Fall hart. Icon 6, Shabab und Kennern. Also macht ihr jetzt schon Listen, wer Icon 6 gewinnen soll. Vielleicht ist das ja auch ein kleiner... Wer weiß, was das ist? Guck mal, Jungs. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ihr habt als Jury durchweg bei Icon 5 versagt. Mehr oder weniger. Also ihr habt gute Kandidaten ausgesucht. Ja, ich wollte schon sagen. Also ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, so eine krasse Top 5 zu machen mit solchen Notizen, um ehrlich zu sein. Gewürfelt. Guck mal, du musst es so sehen, ne? Da waren ernste Notizen drin, aber auch so ab und zu Tic-Tac-Toe. Man braucht ja auch den Kopf frei machen. Weißt du, was ich meine? Stress. Kreativität fördern. Genau. Wir waren ja unter 40 Grad da. So. Ne? Das war ja und ihr habt die ganze Zeit Tische gewechselt, Mikrofon gewechselt. Genau. Was sollen wir die ganze Zeit machen? Sollen wir die ganze Zeit euch zugucken? Oder wir haben sogar immer fast einen Regenschauer auf unseren Kopf bekommen. Weißt du, die seien schön. Ja! Also, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten, was Icon 6 betrifft. Und die Bewertung? Ich weiß jetzt nicht, was du da... Also ganz ehrlich... Auf jeden Fall keine Spiele, das nächste Icon. Ne? Wir müssen uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen unterhalten über das Bewertungssystem für das kommende Icon. Das sind Notizen. Die Bewertung war doch okay, hast du gesagt. Auf jeden Fall die Juryhefte. Wenn ihr möchtet, diese Juryhefte, sobald das Video rauskommt, gibt es sie zu kaufen auf eBay. Ja, für die Leute da draußen, ich habe jetzt natürlich so nur die krassesten Sachen, die in dem Heft drin standen, gelesen. Die ganzen ernsten Sachen, da waren natürlich auch viele ernste Sachen drin. Und ich muss auch sagen, Spaß beiseite, ihr habt einen richtig krassen Job gemacht mit der Top 5 von Icon 5. Trotz Tic-Tac-Toe. Trotz Tic-Tac-Toe habt ihr es sehr gut gelöst. Ich denke, ihr hattet richtig, richtig harte Entscheidungen dieses Jahr zu treffen. Nochmal für euch Zuschauer, ist natürlich auch ein bisschen, das sind die krassesten Sachen, die so in dem Heft drin stand. Die ganzen ernsten Sachen. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, was die Leute wirklich über die Künstler geschrieben habt, dann holt euch die Bücher. Ich glaube, da sind wirklich ein paar richtig, richtig, richtig krasse Sachen drin. Und ich habe noch ein paar Insider gesehen.
für Icon Zen. Nein, nein, nein. Sag nicht zu viel dazu. Chill. Wenn ihr mehr wissen wollt, was in den Juryheften drinsteht, dann geht rüber auf eBay Kleinanzeigen. Nein, eBay! Auf eBay! Amazon, ey. Geht rüber auf eBay und versucht euch eins von den Heften zu ergattern. Behalten wir jetzt unseren Job oder? Also. Wir reden da gleich nochmal drüber. Bro, du hast. Ich glaube, wir sollten also, das Video hier Bruder, an der Stelle beenden, also, wo wir jetzt. Freunde, kurz bevor das Video zu Ende geht, zeige ich euch jetzt noch, wie ihr das Inserat auf eBay findet. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung, aber ich zeige euch nochmal ganz kurz offiziell, wie man das Inserat auf eBay findet zu den Icon 5 Juryheften von mir, Emre und Sandro. Ihr müsst einfach bei eBay eingeben, Icon 5 Juryhefte von BZ, Emre und Sandro. Ich denke mal, wenn ihr Icon 5 Juryhefte eingibt, sollte es auch kommen. Startpreis liegt bei 1 Euro. Ihr könnt ab sofort bieten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer den Schnapper machen wird und wer der Höchstbietende sein wird. Das Angebot läuft 10 Tage, das heißt, ihr müsst 10 Tage darauf bieten und hoffen, dass ihr dann der Höchstbietende seid, der dann das Glück hat, diese Hefte zu ersteigern. Und wir haben auch einige Fotos hinzugefügt, die es, glaube ich, noch ein bisschen interessanter machen. Und damit ihr auch seht, dass das, was wir im Video euch gesagt und gezeigt haben, noch nicht alles war, da ist noch viel, viel mehr drin, muss man sagen. Und hier sieht man auch Icon 6 mit einer Zensur. Also da ist die ein oder andere Botschaft auf jeden Fall drin. Für diejenigen, die sehr, sehr neugierig sind und die wissen wollen, was bei Icon 6 abgeht, vor allem das, was wir uns auch noch notiert haben von hinter den Kulissen, schnappt auf jeden Fall zu. Das wird pure Unterhaltung für euch. Und wie gesagt, derjenige, der diese Hefte ersteigert, darf die Inhalte natürlich auch veröffentlichen. Ich wünsche euch allen viel Glück, viel Erfolg beim Ersteigern. Danke für den ganzen Support. Ganz viel Liebe. Ciao, ciao.